bist gerade im Homeoffice oder sitzt einfach ziemlich viel am Tag, möchtest dich ein bisschen durchmobilisieren, weil du schon den Rückenschmerz spürst und den Nacken verspannt, dann habe ich hier eine kleine bewegte Pause für dich. Ich wünsche dir ganz arg viel Spaß, streck dich, mach dich lang und nutz den ganzen Platz, den du bei dir zu Hause hast. Wie du siehst, habe ich keine Schuhe an, also du darfst gerne sockig mitmachen oder eben barfuß. Und nein, du brauchst keine Sportkleidung. Du kannst natürlich Jeans anhaben, ein Kleid wird ein bisschen ungeschickt oder einen engen Rock. Aber wenn du Bewegungsfreiheit hast, dann kannst du so trainieren, wie du gerade bist. Wir starten, und zwar starten wir erstmal mit einem kleinen Test. Nimm mal deine Füße zusammen, ganz, ganz nah zusammen. Und ich bitte dich, du gehst an den Punkt, wo du genau diesen Punkt wiederfindest. Das bedeutet, genau da, genau so. Arme zur Seite, Blick nach vorne und jetzt schau mal über deine rechte und über deine linke Schulter. Schau mal so weit, wie du kannst und fixier mal einen Punkt, wie weit du kommst, einmal auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir genau hier wieder zurückkommen. Einmal rechts, einmal links noch und dann machen wir Folgendes. Wir laufen auf der Ferse, das heißt die Zehenspitzen mal hoch und dann versuch mal nur auf deiner Ferse zu laufen. Und was das Ganze soll, erzähle ich euch gleich oder erzähle ich dir nachher. Hier mal die Schultern kreisen und mal ganz angenehm die Schulterblätter hinten zusammenschieben. Und du läufst weiter auf der Ferse. Also wenn du jetzt einen Fersensporn hast oder so, dann ist es jetzt nicht die geschickteste Übung für dich. Dann lauf einfach nur durch den Raum und kreis mal angenehm deine Schultern. Wir machen jetzt gerade ein bisschen Platz im Nacken. Das bedeutet, du wirst hoffentlich, bei dem einen ist der Effekt immer mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, du wirst hoffentlich danach etwas mehr Bewegungsfreiheit im Nacken kriegen. Und wie gesagt, es klappt nicht bei jedem, aber bei vielen, vielen und bei mir immer. Deswegen mache ich das so gerne. Kreis weiterhin deine Schultern ganz locker zurück. Und mal rechts und mal links. Kreisen, einmal rechts, einmal links. Und jetzt sind wir langsam genug auf den Fersen gelaufen. Jetzt lauf mal zu deinem Platz zurück und versuch wieder genau diesen Platz wiederzufinden. Jetzt muss ich mal schauen, bin ich genau da? Stell deine Füße zusammen, wieder genauso wie am Anfang, die Hände zur Seite. Und jetzt nimm mal deinen Kopf auf die rechte und auf die linke Seite. Und vielleicht spürst du den Effekt und ich würde mich so, so freuen, wenn du im Kommentar verlinkst, ob es geklappt hat. Mein Nacken ist jetzt schon freier. Das bedeutet, du kannst, wir kreisen mal weiterhin die Schulter, dass wir nicht einfach nur stehen, während ich erkläre, was gerade passiert ist. Du kannst mit so einer einfachen Übung einfach für den Moment deinen Nacken etwas freier machen. Und obwohl wir eigentlich nur was mit den Füßen gemacht haben, die Schultern haben damit nicht ganz so viel zu tun gehabt. Das habe ich nur gemacht, wie gesagt, falls du nicht auf den Fersen laufen kannst. Das bedeutet, wir müssen von Kopf bis Fuß uns durchbewegen, denn alles hängt zusammen. Und das war hier gerade einfach diese Superficial Backline, unsere Faszienkette hinten in unserem Rücken, die uns da hat länger werden lassen. Und die geht von deiner Zehenspitze bis hoch in die Stirn. Und die haben wir gerade etwas aufgedehnt, nur durch diesen Fersenlauf, um dann im Nacken ein bisschen mehr Freiheit zu kriegen. Genug geschwärzt, nimm mal deine Hände tief, deine Hände hinten zusammen, Brust raus und dann das Kinn mal auf die Brust und den Kopf in den Nacken. Kinn auf die Brust und Kopf in den Nacken. Und hier einfach mal auf und ab bewegen, richtig schön hoch und tief. Lass deine Schultern weit weg von den Ohren. Und ich freue mich, dass ich hier nicht nur dir Step-Videos anbieten kann oder Workouts, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch Bewegung, ich meine nicht Sport, sondern Bewegung in deinen Alltag integrierst. Blick nach vorne, locker, locker. Nimm mal deine Arme nach oben und versuch mal so weit, wie du kannst, nach oben zu gehen, zu dehnen. Deine Schultern bleiben aber weit weg von den Ohren. Gut, dann fass mal vorne zusammen. Blick Richtung Boden, Schulterblätter auseinanderziehen, mach den Rücken ganz, ganz rund. Zieh dich mal richtig raus aus den Schultern, mach dich mal richtig lang und groß. Und dann locker, locker nimmst du deine Hände mal hinten in die Lendenwirbelsäule, die Hüfte vor, Kinn auf die Brust.
Pass bitte auf, falls du jetzt akut irgendwelche Rückenbeschwerden hast, so oder so. Mit all meinen Videos musst du immer aufpassen. Also jeder hat vielleicht so seine Einschränkungen. Und da musst du immer auf dich aufpassen, dass es nicht unangenehm oder einfach weh tut. Gut, dann komm mal langsam Stück für Stück nach unten. Und zwar nimmst du die Hände auf die Oberschenkel und mach dich hier auch nochmal rund, richtig zum Katzenbuckel. Und dann hänge Bauchschwein Richtung Katzenbuckel. Und hänge Bauchschwein. Und Katzenbuckel. Und nochmal hänge Bauchschwein. Einmal noch. Und dann roll dich mal Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und oben streckst du dich mal. Mach dich mal ganz, ganz lang. Alles auseinanderziehen. Fingerspitze Richtung Decke und richtig groß werden. Sehr gut. Alles auseinanderziehen. Gut, dann nimm deine Hände mal zur Seite und dann schieb dich mal leicht rechts und links. Dein Oberkörper bleibt ganz, ganz gerade. Also du kippst nicht nach vorne ab, sondern versuch richtig schön aufrecht zu bleiben und hier rechts und links zu schieben. Einmal rechts, einmal links. Richtig schön zur Seite. Um einfach die Wirbelsäule ein bisschen durchzubewegen. Einer noch. Und gut. Dann nimm deine Arme mal zur Seite und schwing einfach mal. So ein bisschen rechts und links und da macht schon Knack bei mir oben in der Brustwirbelsäule. Und hier einfach zurück rotieren. Wenn du möchtest, werd größer. Kommt jetzt darauf an, wie viel Platz du hast. Du musst natürlich immer aufpassen, dass du nichts abräumst. Und immer schön größer werden. Nimm die Hüfte mit und versuch mal komplett dich zu verbringen. Das heißt, die Hüfte, Oberkörper, Brust, alles nach hinten rotieren. Einer noch. Und dann versuch mal, deine Hüfte mehr und mehr zu stabilisieren und wirklich nur aus deinem Oberkörper raus zu rotieren. Und hier leicht rechts und links. Und hier nie mit Schwung, sondern versuch es erstmal zu kontrollieren und dann versuch loszulassen. Wenn du merkst, dein Rücken, dem geht's gut und es tut ihm gut, dann mal loslassen. Versuch deine Hüfte zu stabilisieren. Und einer noch. Und Gott, locker. Dein rechter Fuß kommt mal zurück. Komm mal in so eine leichte Schrittstellung, schieb die Hüfte vor und dehn ein bisschen hier vorne deinen Oberschenkel, deine Oberschenkelvorderseite, beziehungsweise wir wollen auch gleich noch ein bisschen in die Hüfte, ein bisschen auf. Versuch die Hüfte nach vorne zu schieben, beide Zehenspitzen zeigen nach vorne und versuch mal die Ferse in den Boden rein zu bewegen. Vielleicht spürst du jetzt mehr die Wade als die Oberschenkelvorderseite und wenn das der Fall ist, dann nimm mal die Ferse hinten weg, schieb deinen Fuß so ein bisschen weiter nach hinten und versuch aber nicht ins Hohlkreuz auszuweichen, sondern schön die Hüfte vorzuschieben. Die Arme an die Seite, die Schultern weit weg und hier einfach mal schön reingehen in diese Dehnung. Gern ein bisschen dynamisch, weil wir wollen ja heute noch ein bisschen was machen. Also statisch oder dynamisch, das was dir gut tut, einfach hier so ein bisschen rein. Gut, du kannst auch mal deine Hände in die Lendenwirbelsäule, dir so ein bisschen deine Hüfte unterstützen, dass du da vorkommst. Und dann schwing einfach mal dein rechtes Bein vor und rück. Ganz locker. Und da muss jetzt auch der Fuß ausgleichen, dein Rumpf muss ein bisschen stabilisieren. Und vor und rück schwingen. Versuch mal loszulassen. Richtig schön vor und zurück zu schwingen. Die Strukturen sind vielleicht müde, sind vielleicht angespannt und jetzt möchtest du mal loslassen. Andere Seite. Einmal hier genau dasselbe. Erstmal beide Zehenspitzen nach vorne, die Ferse tief, Hüfte vor, bring ein bisschen Zug und Spannung in die Hüfte. Wenn die Wade davor schreit, dann ist auch okay, dann dehnen wir ein bisschen die Wade erstmal. Und dann die Ferse hinten hoch, die Zehenspitze aufgestellt, nochmal die Hüfte ein bisschen vorschieben. Und Achtung, nicht ins Hohlkreuz fallen, sondern richtig schön die Hüfte vorklappen, dass du hier eine Spannung spürst. Auch hier kannst du ein bisschen die Hände in den Rücken nehmen und da so ganz leicht nach vorn schieben. Und dann lösen wir auch hier auf und schwingen das Bein mal vor und rück. Einfach nur vor und rück. Die Arme ganz locker. Auch das ist gut für den Nacken und für den Schulterbereich. Einfach mal locker lassen, die Fingerspitzen lockern und hier vor und zurück.
letzten 3, 4 Schwünge. Und dann machen wir noch eins. Und zwar möchte ich noch gerne dein Knie etwas mobilisieren. Und das könnte jetzt mit einem Rock und einem Kleid ziemlich eng werden. Denn ich möchte, dass du das Knie mal so hoch wie du kannst nach oben ziehst. Und auch mit einer Jeans. Also ich hoffe, du hast eine Stretch-Jeans an. Schau, dass du das Knie so hoch wie es geht nimmst. Denn wenn wir sitzen, dann sitzen wir meistens 90 Grad in Hüfte und Knie. Und genau das möchte ich jetzt ein bisschen auflösen, dass dein Knie mehr Winkel kriegt und genauso deine Hüfte. Und hier hältst du mal. Und dann versuch mal hier rein zu kreisen. Das heißt, du nimmst dein Knie mal richtig hoch und darfst wieder tief. Richtig hochschieben und wieder tief. Einer noch. Und andere Seite. Auch hier Oberkörper schön aufrecht. Schieb dein Knie so hoch, wie du kannst. Wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen Sprunggelenk kreisen. Und gut, auch hier zur Seite. Versuch jedes Mal dein Knie noch mal ein bisschen hochzuschieben, wenn es nach oben kommt. Letzten 3, 4 Stück. Und dann machen wir Folgendes. Und zwar ganz locker. Tipp mal rechts und links Front. Einfach nur Tipp rechts, links. Es muss jetzt nicht in meinem Tempo sein. Und schwinge einfach mal deine Arme mit. Ich möchte noch ein bisschen deine Gehirnhälften ankurbeln, sodass du jetzt gleich wieder effektiv an die Arbeit gehen kannst, wenn du noch arbeiten musst. Und hier einfach vor und zurück. Nimm mal die Faust vorne, die Hand ist hinten geöffnet. Faust vorne, Hand hinten öffnen. Und hier rechts und links vortippen. Und wenn du noch mehr möchtest, dann versuch mal, deine Füße zu überkreuzen. Und wenn du jetzt noch mehr möchtest, dann darfst du von 100 in Dreier Schritten runterzählen und dann hast du es geschafft. Nein, nein, Spaß. Das dauert so lang, die letzten 2 Stück. Und der letzte. Und gut, locker. Einfach mal durchschwingen, locker machen. Und genau das mache ich gerade täglich fast mit meinen Mitgliedern, mit Leuten aus Betrieben. Und das tut so, so gut. Immer mal wieder eine kleine bewegte Pause einbauen. Und genau das Programm kannst du immer wiederholen, zwischendrin. Ich wünsche dir ganz arg viel Spaß. Falls es dir gefallen hat, würde ich dir danken für einen Daumen hoch, für einen kleinen Kommentar oder eben abonnieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, abonnieren. Damit ihr auch regelmäßig wisst, wann neue Videos kommen. Und diese Klingel, ding, 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 habe ich wohl gehört, soll auch was bringen. Vielen Dank fürs Mitmachen.